In diesem Semester haben wir uns ein besonderes Kapitel vorgenommen, nämlich die Geschichte der Konzilien. Ich nehme an, fast jeder weiß, dass im Laufe der zwei Jahrtausende, die inzwischen vergangen sind, sich in die Übersetzungen der Schriften eine Menge von Übersetzungsfehlern eingeschlichen haben. Aber nicht nur Fehler von Übersetzungen sind der Inhalt, sondern eben auch die machtpolitischen Hintergründe, die dazu geführt haben, dass bestimmte Kapitel anders übersetzt wurden, als sie dem Originaltext entsprochen haben. Hochspannend in dem Zusammenhang ist zum Beispiel das Apostelkonzil, das bereits 45 Jahre nach Christus stattgefunden hat. Das heißt, 33 ist Christus verstorben. Nur wenige Jahre nach seinem Tod ist bereits der erste große Konflikt aufgeflammt, und zwar zwischen Petrus und Paulus. Ein Zeitzeuge der Ereignisse mit jemandem, der nachtodlich, nach dem Tod des Christus, die Zusammenhänge erkannt hat in dem berühmten Erlebnis von Damaskus. Und diese beiden großen Persönlichkeiten treffen in einem Konflikt aufeinander. Das bereits ist die Ursache für alle weiteren Konflikte, die sich im Laufe der 2000 Jahre angesammelt haben. Das wollen wir in diesem Semester näher beleuchten. Wobei es mir gar nicht so sehr darauf ankommt, dass wir bis zur heutigen Zeit in den diversen Konzilien vordringen. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht, dass wir das, was an Stoff vorhanden ist, gemeinsam beleuchten, gemeinsam diskutieren, Fragen stellen, Schlussfolgerungen ziehen und so zu einem Dialog, zu einem Gespräch kommen. Denn erst wenn ich etwas kenne, kann ich mich dafür oder dagegen entscheiden.